Wir machen heute weiter bei Samaka. Und dementsprechend, wir waren ja hierbei mit... Das haben wir überhaupt letztes Mal gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir haben den so halb... falsche Tasten wieder hier. Wir haben den ja so halb zusammengebaut. Genau. Hinten ist auch alles dran. Uns fehlen noch Reifen. Die wollten wir holen, ne? Also einmal nochmal so. Wunderschön. Die wollten wir ja holen. Genau, und den Motor müssen wir noch zusammenbauen und die Sachen anbauen hier. Motorhaube und alles. Und Innenraum. Okay, aber ich würde sagen, wir schnappen uns erstmal den Tatata-Trecker. Aber erstmal alles raus hier. Scheiße. Zack. Machen wir einmal hier. Oh, das gute Gasoline. Ja, ihr wisst ja, nur damit läuft das. Zack. Solange ihr kein Diesel kauft und der Wagen danach nicht läuft, ist alles gut. So. Das schöne Lenkrad hier. Ich mag das. Weiß nicht, wie das mit euch aussieht, aber ich mag das. Also wirklich, das ist ein richtig schönes Lenkrad. Das Originale ist nämlich hier... das. So, ich weiß nicht, das ist voll kacke. Aber gut. Wir nehmen jetzt erstmal noch das Originale, weil wir müssen auf das Ding ja TÜV machen. Und ihr wisst ja, wie TÜV-Prüfer sind. Ja, das dürftet ihr sicherlich auch kennen, würde ich mal behaupten. Also, die können echt... Ups. Die können echt ein bisschen gemein sein. Da hatten wir... Ah ja. Jetzt kann ich... Ich wollte den unbedingt haben, weil da Satsuma draufsteht. Ich glaube, dass der Original... Ja... So sieht das Original halt aus. Ziemlich, naja, abgeranzt. Ich weiß nicht, ob man den lackieren kann. Müssen wir nachher mal ausprobieren. Aber erstmal würde ich sagen, wir fahren erstmal los und holen die Reifen. Das ist das Einfachste. Bevor wir da jetzt irgendwas anfangen. Ja, klar. So. Ah, ist jetzt richtig. So. Dann starten wir doch mal die Schüssel hier. Bisschen mehr Gas, ihr kennt das ja schon. Warte. Handbremse runter und. Ah. Schon läuft er. Zack, Rückwärtsgang. Ich denke, wir nehmen den Anhänger heute mit. Ist das Einfachste, würde ich mal sagen. Direkt in den hohen Gang, weil die Low-Gänge lohnen sich nur, wenn du sich festfährst. Mir passiert das tatsächlich. Zweiter Gang. Dann koppeln wir mal den Anhänger an. So weit weg war der Weg nicht. Er ist zwar total übermüdet, aber da müssen wir jetzt, muss er jetzt durch, würde ich mal sagen. Ach, ich hab vergessen. Warte. Rückwärtsgang. Oh, der war fast ausgegangen, habt ihr das gehört? Ups. Ah, haben wir den. Ah, angehängt. So. Dann fahren wir jetzt noch einmal hoch. Komm ich hier. Das ist ja der Onkel. Wir müssen dann jetzt einmal nochmal hoch. Damit wir nämlich auch den Vorschlaghammer mitkriegen. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Ansonsten weiß ich nicht, wie man da eigentlich rankommen könnte. Ich versuche mal hier so eine schöne Runde zu drehen. Ja. Oh, guck mal, das klappt doch gut hier. 1A. Ja, den können wir ja eigentlich laufen lassen, würde ich sagen. Und Bremse anziehen, unterdrücken. Zack. Da läuft da unser guter Heckmeck. Heckmeck oder so. Ah, vielleicht für später als Screenshot. Ich denke, wir nehmen... Ne, der steht hier, ne? Vorschlaghammer, wo steht er? Nein. Wir hatten doch einen Vorschlaghammer. Ah, versteckt in der Ecke. Ja, jetzt nehmen wir den einmal mit. Ansonsten wüsste ich tatsächlich auch nicht, wo wir überhaupt hier... Oder womit wir da sonst hoch können. Mir fällt nichts ein. Habe ich das damals gemacht? Weil wir brauchen ja die blöden Reifen. Kann man sich auf diese Mülltonne hier stellen? Nehmen wir die einfach mit. Nee.
Warte mal, knien. So. Kann ich mich hier raufstellen? Ja. So. Nee. Voll, der glitscht nur durch. Hm, das ist ja doof. Das ist ja wieder doof. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen... Nehmen wir einen Vorschlag, haben wir mit. Ansonsten weiß ich nicht, wie wir da hochkommen. Keine Ahnung. Probieren wir es aus. Ich hätte es auch nachgoogeln können fürs nächste Video, aber ich bin so ein Selbstfummler. Ich probiere es lieber selber aus. Ich schlage da jetzt... Ach, die Handbremse ist noch an. Ich dachte, warum rollt er nicht? Oh, das war aber wieder böse knapp. Und so. Dann fahren wir jetzt mal dahin. Weitergang und Bretter. Bin schaltfaul. Gleich im dritten rein fertig. Wollen wir mal gucken. Dann fahren wir jetzt schon mal hin. Ja. Also, wie ihr in der letzten Folge ja gesehen haben dürftet, ich habe natürlich mir ein bisschen Geld gecheatet. Jetzt haben wir noch 98.000 über. 98.110 über. Das habe ich jetzt in dem Fall gemacht, weil ich habe keine Lust hier zu arbeiten. Das ist irgendwie ein bisschen nervig. Dementsprechend dachte ich mir, okay. Alleine, weil das ja auch für euch ist und so. Ihr wollt ja nicht nur sehen, wie ich hier arbeite. Das ist ja langweilig. Bin ich jedenfalls. Das können wir uns auch nochmal angucken. Ich habe bloß gar keine Ahnung davon. Ich weiß nicht mal, wo die Jobs überhaupt sind. und dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken. Erstmal holen wir uns jetzt rein. Oh, da läuft ein Mann. Hallo Mann. Das ist so ein Besufki. Ja, der sieht ja heiß aus. Gottes Willen. Ja, dementsprechend habe ich natürlich auch jetzt ein bisschen mehr Kohle, damit ich euch alles zeigen kann, was man mit diesem Auto anstellen kann, wisst ihr? Sonst müsste ich ja immer ewig hier Geld, und bla 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 und so machen. Und so haben wir das da und dann können wir es machen. Ich zum Beispiel habe immer, also ich habe mal nachgeguckt letztens, ich habe 280 Stunden schon, immerhin, also für dieses Spiel. Das ist schon eigentlich, glaube ich, schon ziemlich viel. Wir haben schon gesehen, einige schaffen auch 600 Stunden oder so. Oder mehr. Aber so hoch werde ich, glaube ich, nicht kommen. Vermute ich mal. Naja, aber ich habe... Also ich weiß noch, dass man mit dem Motor immer so ein paar Probleme hatte. Dementsprechend müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Ich denke mal, wir werden also erstmal original hinfahren. Nur Reifen müssen wir tauschen. Die lassen wir gleich bei ihm sogar da. Also wir fahren da hin. Dann setzen wir neue Reifen rauf. Oh, ich hoffe, hier kam kein Zug. Ey, sonst wären wir jetzt ganz schnell tot gewesen. Nur original. Nee, und dann würden dann machen wir hier neue Reifen rauf. Und dann holen wir die nächsten Tag ab. Und dann ist das schon halbe Miete. In der Zeit bauen wir dann das Auto zusammen. Aber der ist so scheiße müde. Ich weiß nicht mal, ob... Oh. Die Kante fahre ich übrigens immer so. Mit Anhänger ist das schöner. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt vergessen. Ja. Ich habe den Faden verloren. Ist gut, oder? Finde ich auch. Nein, dann haben wir die halbe Miete, dann können wir das Auto zusammenfügeln und dann sehen wir hoffentlich bald. Ups, ich drücke mal eine Taste zu lange, müsst ihr euch nichts beimachen. Und dann sehen wir bald, wie geil das Auto eigentlich ist. Dann werden wir ein paar Mal fahren zum TÜV und so und danach werden wir das Auto tunen. Ich habe noch nicht in die Zeitschrift wieder reingeguckt. Ich spiele das jetzt gerade wirklich nur mit euch so. Ich will dann mal sehen, was alles in dieser Zeitschrift da drin ist. Und was wir alles bekommen können für dieses Auto, weil das wird noch interessant. Das ist richtig heftig. Also, Alter, Moskitos. Stinken wir schon wieder? Ja, aber ganz wenig eigentlich nur.
Eigentlich sollte das noch nicht so schlimm sein. Genau. So wie ich jetzt fahre, zu der Menschen hin, wo die Reifen sind, so könnt ihr auch fahren. Das ist tatsächlich auch der schnellste Weg. Ich hoffe, dieser Macker kommt jetzt nicht und rast uns kaputt. Aber sieht gut aus. Genau, und dann so könnt ihr auch fahren. Einen schnelleren Weg gibt es einfach nicht. Das ist einfach der schnellste Weg halt. Ja. Ich hoffe, wir sind jetzt bald mal da, aber so lange dürfte es eigentlich nicht mehr dauern. Ich habe das jetzt natürlich auch anhalten, aber in der Zeit kann ich euch ja noch was über das Spiel erzählen. Genau. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr dann über dieses Spiel wissen wollt. Gibt es irgendwas, was euch brennend interessiert? Oder nicht? Oder ihr könnt auch mal reinschreiben, was ihr gerne mal gucken möchtet. Ich nehme auch Vorschläge immer gerne an. Aktuell mache ich ja... Also ich habe aktuell ja schon gar nicht mal so eine kleine Auswahl. Also eigentlich ist die schon recht groß. Man kann sich da schon alles angucken. Ich denke, ich werde demnächst auch mal wieder The Long Drive zum Beispiel spielen. Demon G Drive kommen neue Folgen. Auch, definitiv. Weil das Spiel mag ich selber sehr gerne. Aber ich habe jetzt erstmal ein paar andere Sachen gemacht. Weil ich dachte, ach, da habe ich auch mal Bock drauf. Aktuell spiele ich das, wo ich so Bock drauf hätte, das zu spielen. Man kennt es ja, ne? Man kennt es ja. Hin und wieder muss ich dann mal auf mein Handy starren, das nützt nichts. Aber das, wenn ich das so still und heimlich mache, seht ihr das ja gar nicht. Genau. Ja, das könnt ihr mir alles mal reinspülen, auf jeden Fall in die Kommentare. Was ihr mal sehen wollt, was witzig ist, was nicht so witzig ist, was ich verändern kann. Ich verändere auch Sachen, wenn ihr sagt, oh, Alter, kannst du das nicht mal ein bisschen anders oder Videos kürzer oder Videos auch länger. Alles das. Wir finden schon das Mittelmaß. Ich muss mich auch eingrooven, ist klar. Nö, wäre schon sehr schön, wenn ihr mir dann Bescheid sagt, was ihr gerne hättet. Dann weiß ich das. Natürlich vergesst bloß Abo, Daumen nicht. Ihr wisst ja, dieser Algorithmus und so. Oh Gott, da fährt der Rallye-Fahrer wieder. Alter, was für ein Idiot. Habt ihr das gesehen, ey? Wieso ist das Wasser eigentlich so schwarz? Sieht voll eklig aus. Ah, mein Vorschlaghammer ist wenigstens noch da. Alter, das ist auch ein Idiot, ne? Habt ihr gesehen, wie schnell der gefahren ist? Ist das Wasser so schwarz? Sieht ja voll scheiße aus. Also wirklich, das sieht richtig kacke aus. Liegt das an meiner Einstellung? Ich guck gleich mal. Die 5 Minuten habt ihr ja noch, ne? Weil das sah irgendwie, das sieht irgendwie, das sieht doch nicht nach Wasser aus. Das sieht eher aus, als wenn da einer hingeschissen hat oder so. Ah, mal gucken. Gleich mal gucken. Vielleicht verträgt er sich auch nicht mit Ultra. Ja, ich habe ja alle Einstellungen auf Ultra eigentlich zumindest. Vor allem, mir fehlt auch die Reflexion bei den Spiegeln. Normalerweise reflektieren die. Gleich mal gucken. Gleich mal gucken. Müssen wir gleich mal gucken. Ich weiß das auch nicht. Jetzt sind wir da. Jetzt ist das ja nicht mehr weit zum Menschen, glaube ich. Mal gucken. Ich glaube, das war hier runter, ne? Ich meine, das war hier. Wir sind von hier gekommen, oder? Oder sind wir von der anderen Stelle gekommen? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich habe das schon wieder vergessen. Also, nee, die Menschen war nicht das da. Nein. Die muss hier längst sein. Oder geht das hier zur Straße? Oh Gott, ich hab's wieder vergessen. Nee, hier geht das zur Straße. Das war dann der andere, die andere Seite rein. Wartet. Ja, fahrt mir jetzt bitte nicht nach. Das ist Quatsch. Ja, ich mache hier eine schöne Drehung. Ah. Aber das war eine gute Drehung, ja. Ich könnte mal runterschalten. Oh, warte, runterschalten. Ja. Okay, der Träger war voll überfordert, dass ich runtergeschaltet habe. Ihr habt es gesehen. Okay. So, jetzt wollen wir... Ich steig mal, das wird eine Überlenkfolge wieder mal. Ich glaube, ich mache aber mal Kapitel da rein oder so. Dann könnt ihr nämlich das, was ihr nicht sehen wollt, unbedingt überspringen oder so. Ich werde schon nochmal die Idee kriegen, was wir da machen. Ah, die Brücke hier ist neu. Genau.
Okay, er hat Bock. Da müsste die Mansion sein, seht ihr? Boah, oh, Alter. Ja, dann, dafür sind die Kleingänge gut. Zack, seht ihr? Er kommt überall hoch. Untergang. Hat leider natürlich immer nur drei Gänge, das ist so ein bisschen, naja. Ja, damit zieht er aber echt gut. So. Hier ist die Mansion, wie ihr seht. Da gibt es sogar Wasser. Könnten wir eigentlich schon mal was trinken. Hopp. Geh aus, mein Kleiner. Bei dem Trecker ist das immer ganz witzig, wenn man hier die Zündung ausmacht. Geht er nicht aus. Hat er keinen Bock zu. Da können wir aber schnell mal was trinken. Das ist eine Idee wert. Oh, ist leer? Schade. Ah. Zack, schon haben wir keinen Durst mehr. Wir stinken aber wieder, wie man hört. Also. Ja, gut. Also ihr hört auch die Trinkgeräusche, ja? Ah. Das ist neu. Woher musste man über den Keller rein? Okay, gut. Erledigt. Ups. Und. Wollte ihn eigentlich reinwerfen. Und. Mein Gott. Okay, dann tue ich ihn halt so rein. Ist ja auch kein Problem. Zack. Ah. Jetzt kommen wir hier still und heimlich rein. Hier ist übrigens ein Bienennest. Wie ihr hören könnt. Aber ich weiß, dass man das so umgehen kann. Und dann sind da unsere super tollen, vollschrottigen Reifen. Aber das Gute ist, ihr könnt die jetzt einfach so übers Dach rüberwerfen. Zack. Naja, wie gesagt, das ist ja ein bisschen glitschig alles, ne? Eine Sekunde. Ich habe mich selbst aus Spiel raus befördert, auch nicht schlecht. Und da irgendwo hier sitzt, ist so ein Bienennest oder so. Da müsst ihr immer aufpassen. Die pieksen euch, das ist nicht so schön. Und wenn wir Pech haben, können wir die Reifen tatsächlich erst morgen abgeben. Weil das sieht aus, als wenn es schon dunkel wird. Hier dann noch was Geiles? Weiß nicht, ob hier noch was Geiles ist. Noch nicht so nah ran an dieses Bienennest. Ihr hört es sicherlich auch. Oh, schnell runter hier. Schnell runter und schnell weg. Ich hab Angst. Oh. Habt ihr gesehen? Das meine ich. Oh, diese scheiß Bienen, ey. Jetzt aber schnell. So. Zack, Nummer 1. Ein Glück. Schnell, schnell, schnell. Ich trick's die Bienen aus, falls ihr das seht. So, ein Reifen noch. Da müssen wir halt einmal eine Runde laufen. Was soll ich machen? Nein. Lauf, 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 mein Kleiner. Dicker. Ja. So, die Reifen sind jetzt drinne. Zack. Los, rein da. Aua. Oh nein, sind wir jetzt tot? Hoffe nicht. Ach. Muschi ist umgekippt. Scheiße. Echt jetzt? Local Mail killed by Wasps. Wow. Ja, wow. Kein Problem. Deswegen haben wir ja Moped. Sorry, ihr habt mich bestimmt nicht gehört. Ich sagte, kein Problem. Deswegen haben wir ja noch ein Moped stehen. Ich hoffe, da ist genug Benzin drauf. Ich hoffe, wir landen zumindest zu Hause. Warum sind wir hier gelandet? Oh, nö.
Jetzt muss ich irgendwie nach Hause kommen. Ist viel schlechter. Das Auto klauen wird ja jetzt schwierig, oder? Kann ich das Auto klauen? Wollen wir mal gucken? Na, so was Doofes. Nee. Schade. Wie komme ich denn nach Hause? Kann ich sein Fahrrad klauen da? Ja. Weiß nicht, ob man sein Fahrrad nehmen kann. Dann würde ich das ja einfach nehmen. Hier hinten stand früher immer... Nein, es gibt kein... Doch, es gibt noch ein Fahrrad. Auch nicht. Alter, hier ist voll die Musik. Bloß weg hier. Wisst ihr was? Das müsst ihr euch nicht angucken. Ich laufe schnell mal nach Hause, okay? Bis gleich. Ah, da bin ich wieder. Eieiei, das war eine schwere Geburt, hier wieder herzukommen. Bin mit dem Bus gefahren. Währenddessen noch einmal verdurstet. Oh, aber jetzt habe ich es geschafft. Jetzt nichts wie weg hier aus diesem Kaff. Reifen müssten drauf sein. Sollen wir lieber noch mal gucken, oder? Warte, ich kenne mein Glück. Nicht, dass die Reifen da wieder... Ne, sind alle drauf. Alle drei? Geht dann noch aus. 1, 2, 3, 4. Wunderschön. So, jetzt schnell hier rein. Zack. Ja. Zack. Und... Machst du eigentlich so hochpügig, Meister? So. Ja. Noch gleich in die hohen Gänge rein. Weiter geht's. Dann kann man die Reifen auch gleich da lassen. Das war ein Krampf, Leute. Das war ein Krampf. Da hochgesollt, ne? Nein. Ich muss nochmal umdrehen. Das war ein Krampf. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Es war jetzt gerade etwas stressig. Erst bin ich hierher gelaufen, dachte zumindest, ich schaffe das. Verdurstet. Ich war so toll. Also heißt das ja entweder ordentlich viel trinken, damit das nicht passiert. Oder aber du fährst mit dem Bus. Ich dann so, ja gut, mit dem Bus. Da habe ich da drinnen eine geraucht, hat er mich rausgeschmissen. Ich dachte so, das ist nicht wahr. So dumm eigentlich. Ja, und dann, habe ich das dann endlich hingekriegt. Ich habe mich dann artig benommen und dann war alles gut. Alter, ey. So. Jetzt aber. Zack. Hier kommen wir mal die Gänge auf 0 neutral. Und, ja, Enter. Lass mal die Reifen da. Und diese tolle Klappe hier nämlich auch runter machen. Zack. Und bom. Erstmal machen wir das Auto originalgetreu, nur wegen dem TÜV. Ansonsten ist das egal. Und du noch. Das Gute ist, da jetzt schon fast 2 Tage vergangen sind, während wir das letzte Mal gespielt haben. Also hier in dem Spiel in echt war es eine halbe Stunde, aber eine stressige halbe Stunde. So. Zack. Moin, Meister. Ja. So. Ein Schiff. Was ist denn hier jetzt? Polish, Rim Painting. Oh, guck mal hier. Wir haben ja so viel Kohle. Rim Painting Metal Color. Das kann man später machen. Wir nehmen hier schöne Reifen. So. Zack. Obwohl, das sind Slicks, ne? Nehmen wir Slicks? Oh, ne, das ist doof. Wir nehmen hier die 3 für 3. Rally. Für Rally. Das ist doch gut. Und wir bezahlen nur 2,8. Das ist noch besser. So. Reifen hast du da, ne? Mach mal fein. Brauchen wir noch Teile?
Wir bauen den Motor erstmal um. Danach bauen wir was Neues. Wenn der Motor wirklich komplett in den Arsch geht. Ja. Unser Trecker geleitet uns jetzt nach Hause. Eine Sekunde. Ja, jetzt wollen wir hier fein einsteigen. Und Gas. Hat fast abgebrochen. Von hier aus ist das jetzt auch nicht mehr weit. Erzähle ich euch gleich mal die Geschichte. Die Geschichte des Jahrhunderts, ey. Naja, geht so. Also ich da so, ja scheiße. Ich mach kurz mal Stopp bei dem Video, ne? Ist klar. Ihr dann so, oh, okay, mach schnell. Ich dann so, okay, hab ich gemacht. Und dann, ey, was hättet ihr sehen sollen, ey. Ich dann hin, kann's ja schnell hochlaufen. Und die Trinken waren noch nicht weg. Der Weg ist aber weiter gewesen. Ich also scheiße. Also, abgenibbelt. Nochmal. Das zweite Mal. Dann, ich so. Gut. Dann, was machst du denn? Kannst kein Auto klauen, kannst gar nichts. Hatte ja keinen Schraubenzieher mit. Sonst hätte man bei. Ach nee, die ist auch zu weit weg. Naja, wäre auch nicht gegangen. Dann ich so, ja gut, dann fährst du halt mit diesem komischen Bus. Ja. Ich dann mit dem Bus gefahren. Wollte das erste Mal, wusste ich nicht, dass man ein Ticket ziehen muss. Ich dachte, das ist einfach so, ja, reinsetzen, abfahren. Nee, man muss auch ein Ticket ziehen. Und ich hing da, wann fährt er mal los? Und dann hat er mich rausgeschmissen, dann habe ich ein Ticket. Dann beim zweiten Mal habe ich ein Ticket gekauft, da war der Typ angesoffen, weil ich musste ja wieder was trinken, weil er sonst wieder abgenibbelt wäre. Ja, und dann, ja, hat er mich immer beäugt. Ich dachte so, oh, wir fliegen bestimmt gleich aus dem Bus. Und dann habe ich es endlich geschafft, hierher zu kommen. Ich war so, geil. Und jetzt geht das Video weiter. Jetzt habt ihr schon gesehen, die Reifen sind da gelagert und alles gut. Das war ein Akt. Das hat mich ungelogen bestimmt eine halbe Stunde gekostet. Alter. Kommt kein Zug. Ich hätte sowieso nicht gebremst. Entweder wir wären draufgegangen oder nicht. Jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Oh, ach komm. Unterschalten. Ah. Ah. Der Trecker hat immer viel Bock. Gut. Dann kommen wir ja jetzt endlich so weit. Dann mit dem Motor heute anfangen zumindest. Und mal anfangen. Wunderschön. Das war echt ein Akt heute. Nee, ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter beim Motor. Er ist richtig. Lodge, der kennt das ja wahrscheinlich. Die Brillenträger, die mit dem Nasenfahrrad. Genau. Genau, wir werden ihn anfangen. Ich guck mal, wie lange ich diese Restfolge jetzt noch mache. Ja. Eigentlich seht ihr nur Trecker fahren schon wieder. Aber gut, jetzt haben wir es wenigstens hinter uns. Ich weiß. In der nächsten Folge müssen wir nochmal Trecker fahren, um die Reifen dann abzuholen. Aber dann müsste der Wagen auch schon fast fertig sein. Das ist nur ein kleines Stück Trecker fahren, also ist nicht so schlimm. Vielleicht hole ich die auch einfach so ab, ohne dass ihr das seht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr das sehen, dass ich nochmal darunter fahre? Oder wollt ihr einfach, dass ich die Reifen abhole? Schreibt mir mal rein, dann weiß ich Bescheid. Dauert sowieso, bis ich die nächste Folge dann aufnehme, weil ich nehme ja erstmal was anderes noch auf. Genau. Ja. Na schön. So, dann haben wir das auch hier geschafft. Wir sind gleich da. Da muss ich noch einmal einbiegen. Ich weiß das gar nicht. Ich komme jetzt echt nicht drauf, ob wir noch einmal biegen müssen. Eigentlich war das das letzte Mal, ne? Und dann müssen wir noch einmal einbiegen. Aber wie ihr jetzt mal seht, ne? Diese 3000 Geld, ich weiß nicht, was das hier ist. Finnisches Geld oder Gold oder Pindumsen oder sucht euch irgendwas aus. 3000 sind echt wenig. Da musst du hier auf halbem Fuß leben, ne? Also, das ist schon nur, naja. Deswegen, um euch alles zeigen zu können, mehr Geld. Ich denke mal, so 20.000 oder so werden bestimmt noch da reinfließen. Würde ich jetzt von ausgehen, doch. Denke ich. Denke ich mal. So, so um die 20.000 bis 30.000 nur für das Auto wird schon sein müssen.
kaufe jetzt aber auch nichts neu. Gar nichts. Wir wollen sie. Also ich habe das Auto noch nie. Ich habe ja sonst immer gleich dahin die Teile gekauft. Bla bla bla. Auto zusammengebaut. Meistens sogar schon gleich die Tuning-Teile geholt. Aber diesmal ist unser Ziel ein anderes. Erstmal zum Laufen bringen. Okay, wir müssen noch einmal rechts. Wir wollen das Auto erstmal zum Laufen bringen. Und danach geht das weiter, dass wir dann ich verliere immer den Faden, das ist fleißig. Und dass wir dann den Tuning-Kram danach noch hinbasteln. So, wisst ihr? Aber erstmal wollen wir das Standardauto überhaupt mal zusammengebaut kriegen. Das ist ja hier auch gerade etwas schwieriger, wie ihr seht. Furchtbar. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, würde ich sagen. Oh, ups. Voll an die Maus. Aber wir kriegen das schon hin. Okay, wir fangen jetzt mit dem Motor an. Und dann geht's weiter. Ja, wir müssen nur mal ankommen. Das ist mit dem Auto nachher viel besser. Und ich habe ihm gleich Rallye-Pushen gegeben. Das heißt, der fährt sich dann ein ganzes Stück geiler. Diese alten Reifen da, die sind scheiße zum Fahren. Aber was ich gerade eben noch gucken wollte, habe ich schon wieder vergessen. Den Einstellungen, weil das Wasser so schwarz war, ne? Das sah irgendwie total komisch aus. Oder ob das hier so ein Spiel-Ladefehler einfach nur ist, weil das Spiel halt... Naja, ist auch schon von 2017 oder so. Das ist schon alt und es ist immer noch nicht fertig. Das ist, finde ich, ein bisschen schade. Seit letztes Jahr hat er da nichts mehr dran gemacht, glaube ich. Letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob da schon stand, dass das fertig ist. Ich meine aber, er hat noch die Info drinne hier. Ja, ist noch nicht fertig. Deswegen lasse ich mich mal überraschen, ob dieses Jahr, so gesehen ist es ja auch schon fast wieder rum. Wir sind jetzt hier gerade aktuell am 16. September. Ob da überhaupt was kommt für das Spiel. Also ich habe noch nichts gesehen. Dass ein Update kam oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt da was, vielleicht auch nicht. Oder er hat es aufgegeben. Aber für ein halbfertiges Spiel ist das schon mal besser, als was Ubisoft oder so meistens hinschmeißt. Also eindeutig. Ah, dann hier, wir müssen einmal kurz noch hier anhalten. Warte kurz. Da, wir noch einmal bezahlen bestimmt müssen. Wir haben schon wieder Strom verbraten, ne? Bremsengänge raus hier. Zack. Ja. Ich guck mal rein hier. Oh ja, guck an. Zack. Brauchen wir einen Computer? Ja. Aber das rechnet, oder nicht? Alter, 120 Mal. Ja, gut. Aber einen Computer brauchen wir jetzt nicht, würde ich sagen. Aber immer noch. Zack. Aua, voll in die Fresse habt ihr das. Okay, weiter geht's. Bremse raus und zack. Im Prinzip sieht das jetzt halt wirklich original so aus, als hätten wir die ganze Zeit gar nichts gemacht. Stimmt aber nicht. Stimmt definitiv nicht. Wir haben jetzt die Reifen. Das heißt, heute, ich glaube, wir basteln erstmal den Motor. Das ist das Einfachste. Jetzt aus. Ja, fein. Roll noch ein bisschen. Lass mich doch raus. Hey. Ah. Ja. Wunderschön. Voll weit weggerollt, ey. Naja, gut. Oh, warte, Tür muss zu. Aber das Erste, was wir jetzt machen, Essen, Trinken, Stress, alles einmal wegmachen. Er muss auch dringend Pipi, er muss schlafen, er muss eigentlich alles. So. Kein Hunger? Warum will er nichts essen? Muss man die jetzt schon zubereiten, oder? Eigentlich? Den Ofen kann man aber nicht nutzen.
sagen. Also ich drücke die übliche Taste, wo man damit interagieren kann. Es passiert nichts. Hallo? Was trinken. Spoilt. Ist das schlecht geworden? Ist sowas jetzt im Kühlschrank heutzutage? Okay. Das heißt, das ganze Essen ist für den Arsch. So gut, dass ich das vorher wusste. Also gut. Wie geht denn das jetzt zu? Das ist ja jetzt doof. Das wusste ich tatsächlich. Das ist ja jetzt neu. Das ist mir neu. Das wusste ich echt nicht. Ja. Das ist jetzt ein bisschen. Aber wir haben noch die Chips und so. Das passt dann schon. Oh, oh, oh. Rein damit. Das ist ja neu. Das ist echt. Das wusste ich nicht. Na, das ganze Essen können wir wegschmeißen. Was mache ich ja nicht? Hier wird kein Essen weggeschmissen. Ich esse es auf. Okay, aber wenn es schlecht ist, ist es eine dumme Idee. So, dann müssen wir halt das jetzt wegschmeißen. Das ist ja voll doof. Ist die... Alles schlecht. Okay. Naja, immerhin die Chips. Das ist ja jetzt ein bisschen... Naja. Okay. Also, ihr habt gesehen, ja, wenn ihr das draußen rumfliegen lasst, so wie es früher zumindest immer ging, dann wird es schlecht. Ihr habt es jetzt kennengelernt. Jetzt muss ich das natürlich alles wegschmeißen, weil... Wartet mal, die Fliegen nervt euch, die Fliegen wahrscheinlich genauso wie mich, ne? Alter, das Deutsch war richtig schlimm. Aber wir gehen jetzt erstmal duschen. Hier drin hört man noch die Batterie. Einmal duschen. Oder der ist so dreckig. Das dauert erstmal auch nicht. Kippen. Weg geht, glaube ich, langsam weg. Dauert aber lange heute. Ach, schön in die Dusche pinkeln da. So, zack. Ich kann noch gar nicht. Noch pinkeln, ne? Das wär's so. Schön Pipi, genau. So, sauber ist er. Stress, ihr kennt das ja, unter der Dusche mit Zigarette. Allerbest. Manche Raucher machen das bestimmt. Ich eher nicht. So. Eine Sekunde. So. Okay, wir sind sauber. Und gestresst sind wir auch nicht mehr. Warum geht das jetzt nicht aus? Hm? Achso, das war die falsche Seite. Ja. Okay. Das heißt, wir können hier ganz in Ruhe wieder wegschmeißen. Hätte ich das vorher gewusst? Wie gut, ich habe mir nicht die Updates durchgelesen. Okay. Sehr, sehr schlecht. Alter, ganze Essen wegschmeißen. Sowas ist ja blöd. Sehr, sehr blöd. Los, komm da. Hm? Zack. So. Ah, das ist auch gut. Dort unsere... Okay, wartet mal kurz, ja? Ich halte dieses Video noch mal an. Eine Sekunde. Ah, da bin ich wieder. Wie ihr seht, das meiste ist verbrannt. Außer die eine, die backt jetzt hier rum. Besonders toll. Aber scheißen wir jetzt erstmal drauf. Wir wollen jetzt erstmal gucken, was die Batterie sagt. Ich glaube, die ist voll. Aber die lasse ich trotzdem jetzt laden. Und für uns heißt das jetzt... Ich möchte hier Platz haben. Das bringt uns jetzt alles noch nicht. Ich will hier mal reingucken als erstes. Die Parts sind original. Felgen braucht kein Mensch.
Ja. Vergaser ist wichtig. Das auch nachher. Und Sportauspuff ist klar. Los. Eigentlich ist der Vergaser noch am besten, ne? Ich weiß nicht, welcher... Ja, ich denke mal, der Vergaser wird geil sein. Und selbstverständlich der Sportkühler. Und hier die Federung. Gibt es noch mehr oder was? Achso, sowas gibt es auch noch. Antennas. Sportauspuff. Okay. Da werden wir sicherlich ein paar Teile einkaufen von. Aber erstmal ist hier der Motor dran. Der motorisiert sich jetzt endlich wieder. So. Und natürlich brauchen wir dafür nochmal. Zack. Unseren Dings. Hätte ich fast gesagt. Zack. Ah. Ja, das nehmen wir gleich. Ups. Oh. Falsche Taste gedrückt, ich Trottel. Na, das sieht alles schon sehr alt aus. Aber wir testen es jetzt auch. So. Okay. Ach so, warte mal. Wir brauchen... Da brauchen wir für die Dinger hier. Wo gehörst du denn ran? Nein, eigentlich hier. Ja, oh, sagte ich doch. Habe ich einen richtigen Schlaubenschlüssel? Ihr habt gehört, ein Schlaubenschlüssel. Okay. Vielleicht. Was ist denn jetzt hier? Muss ich wieder runter, ne? Nö. Never ever ist das so groß. Das muss eigentlich... oh ne. So eine kleine Puppelmutter. Das kann doch nicht so eine große Schraube sein. Das ist mein Trick übrigens. Bin ich nichts... ich weiß sowieso nichts davon ab, aber... So macht man das. Am besten, finde ich. Ah, da haben wir ihn. Man muss nur eine gute, ruhige Hand haben. Dann klappt das eigentlich. Schön rangezoomt. Dann sieht man auch, was man macht. Ja. So. Okay. Zack. Nächste. Zack. Und dann kann ich dich gleich rantüdeln hier. So. Zack. So arbeite ich immer. Das geht einfach besser, seht ihr ja auch, ne? Dann bist du schön nah dran. Du siehst auch, was du machst. Brillenträger haben sowieso schon schwer im Leben. Ja, muss man immer gucken. So. Okay, erledigt. Jetzt würde ich mal sagen, kommen wir die Teile rein, die Kolben. Wie die reinkommen, ist eigentlich egal, glaube ich. Hat da... Dieser Entwickler hat da einfach so... Mal Auge eigentlich das Spiel gemacht, finde ich manchmal. So. Okay. Den da. Und... Glück haben, passt die Mutter natürlich nicht auf den Schraubenschlüssel. Ist zwar doof, aber müsste eigentlich auch nur eine weiter sein. Das ist manchmal eine schwere Kontrolle, denn. Nein. Hm? Aha. Da haben wir den richtigen. So. Angetüdelt hier. Ja, nochmal. Alter, Diesel. Wir haben doch geduscht, ne? Ohne Witz. Warum sind die immer noch so am Rumschwirren? Wir sind komplett sauber. Ach, ich glaube, das gibt hier so ein Mückenspray. Das sollten wir vielleicht mal holen. Die schwirren ja echt um uns rum hier. So. Machen wir beim nächsten Mal Lebensmittel einkaufen. So. Und jetzt haben wir es geschafft. Schön. Jetzt holen wir... Und die Ölwanne brauchen wir jetzt. Mal sehen. Zack. Wenn der Schlüssel passt, wäre das voll geil. Alter, haben wir Glück, habt ihr gesehen? Wir haben mal richtig Glück. Geil.
Das dauert natürlich hier so ein bisschen, weil das ist so ein bisschen Car-Mechanic-Simulator-Style, so ein bisschen. Hat er, glaube ich, ein bisschen auch abgeguckt, der Entwickler, würde ich mal behaupten. Mich an die untere hier. Schlecht als recht, aber es geht. Die beiden können wir noch nicht zumachen. Ich zeige euch auch gleich, warum. Denn das müssen wir noch einmal anbauen, schnell. Das ist hier die... Einmal das muss noch erst rein. Das ist immer so ein bisschen schwieriges Unterfangen. Weil das hier dunkel wird. Mach ich einmal Licht an. Ah, einmal kurz geguckt, wer was von mir wollte. Hey. Oh, oh, das hat schon fast gepasst. Das ist mein Teil, da ist mein Teil. So. Das muss rein. Jetzt brauche ich nur den richtigen. Nee, das war der falsche. Der müsste es eigentlich sein. Nee. Nein. Na komm. Ja. Ja, da haben wir ihn doch. Ja, festgeschraubt. Und festgeschraubt. Dann müssen wir da oben gleich die Schraube nochmal abmachen. Aber erstmal bauen wir alles andere ran. Den brauchen wir als nächstes. Und hier ist ganz wichtig. Ich stelle mich dann, ich versuche es zumindest hier immer so ein bisschen am Tisch rumzubacken. So. Dann müsst ihr nämlich gucken, dass ihr... Nee, nee. War das der? Nein. 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 Das ist eine Katastrophe immer. Entweder war der richtig groß oder richtig klein. Also so ewig nicht mehr gespielt. Wenn so groß ist denn. Müsste eigentlich so 9er oder 10er könnte das sein. Ach, das sind 10er. So, jetzt haben wir es. Jetzt muss hier diese Nut da. Wollte gerade mit dem Finger so zeigen. Hier, so da, ne? Funktioniert ja nicht. Die Nut muss auf der Nut sein. Und dies hier oben. Die Lütte ist nämlich auch schon da. Die Kurbelwelle ist da. Jetzt versuchen wir natürlich, das da hochzukriegen. Müsste passen, oder? Jo, passt. Genauso machen wir das. So, habt ihr gesehen. Jetzt kommt natürlich hier, ne? Unser. Zack. Erledigt. Dann muss da die Wasserpumpe. Aber erstmal. Nee, kann ich nicht. Das müssen. Hier. Gute alte Wasserpumpe. So weit sind wir also rein. Also ist gut. Ja. Du musst jetzt eigentlich reinpassen. Oder warst du nicht da drin? Was waren da drin? Die Hälfte echt vergessen. Oder war das hier? Du musst zuerst. Das kann auch sein. Aber das geht erst, wenn ich die Schraube wieder lose gemacht habe. Das müsste die Schraube gewesen sein. Ja, genau. Ah. Zack. Und? Ja, da haben wir ihn. Ah. Wenn wir Glück haben, ist es diese Mutter. Ist es nicht, macht nichts. Machen wir aber jetzt erstmal die Ölwanne fertig hier. Ohne Ölwanne funktioniert das auch nicht. Läuft uns nur das Öl raus oder so, das will auch keiner. Hier war noch eine Schraube, habe ich gesehen. Denn dürfen wir alle Schrauben haben, genau. Das, ja, wir haben gerade in Fisch eingespawnt, so ungefähr. Ja. Das hat aber schon mal, das sah schon mal besser aus. Da ist, seht ihr das? Da ist voll die Schraube raus. Das ist hässlich. Das ist hässlich. Aber gut. Ist in Ordnung. Ich finde es nicht hübsch, aber es ist in Ordnung. So. Ich weiß gar nicht, was das Spiel damals gekostet hat, wo ich das gekauft habe. Ich weiß nicht mal, was der aktuelle Preis tatsächlich ist. So. Jetzt ist die Wasserpumpe.
ist nämlich schon Ewigkeiten. Was? Wieder den gleichen. Ja, oder? Ja. Ah, zack. Wasserpumpe dran. Schauen wir noch ran hier. Wunderschön. Ah. Da ist noch eine Schraube. Ich wusste, ich habe das gesehen. Ja. Alter, die Folge wird so mega lang, ne? Jetzt muss da eigentlich noch das Rad drauf. Genau. Ich wäre fast wieder reingefallen, habt ihr es gemerkt, ey? Dann wird es halt eine lange Folge für euch. Wird bei euch eine lange Folge. Ihr wollt ja auch was zu sehen haben, ne? Und da ich heute wieder nur Trecker mit euch gefahren bin, ist das auch nicht so schlimm. So. Motor ist drin. Motor ist drin. Was für Quatsch, ey? Alter. Wasserpumpen. Dingsbums. Ja, ist drinne. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt gerade nennt. Dann fehlt uns ja die Kupplung. Ah, zack. Achso, und das Schwungrad selbstverständlich. Wo sind das jetzt? Da. Schon sagen. War da wieder irgendwas hier gebastelt, dass man das Schwungrad suchen muss erst? Gut. Haben wir auch erledigt. Ja. Das ist ein verdammt großes Schwungrad für so ein kleines Auto eigentlich. Wenn man das sich mal gleich so anguckt. Zeige ich euch gleich mal. Ich finde, das ist echt ein großes Schwungrad. Das, was wir dann kriegen, ist kleiner. Geht tief. So. Wenn jetzt hier die Kupplung ranschmeißen. So. Schön. Und? Okay, da brauchen wir tatsächlich. Wieder war das eine Nummer größer. Oder sogar noch eine Nummer größer. Oder war das eine Nummer kleiner? Hm. Es war kleiner denn. Wieso muss das die Größe sein? Oh ja, tatsächlich. War sogar noch eine Nummer kleiner. Okay. So. Dann ist das dran. Jetzt noch da einmal eine Schraube hin. Wo sind die? Kommt man immer. Ich finde immer ein bisschen blöd ran. Kann ich nicht mal ein bisschen hier in den Tisch glitschen? Danke. So. Erledigt. Und. Kommst du jetzt auch noch? Alter, diese Mücken oder was auch immer sich das schimpft. Die nerven voll, ey. Ja. Und die Schraube brauche ich noch. Glaube. Ja, dann haben wir alle. So, dann setzen wir jetzt das Getriebe auf. Das muss eigentlich jetzt so passen. Ja. Schön. Ah, da habe ich sogar den falschen Schraubenzieher. Ich wollte gerade sagen. Ach, Schraubenzieher sage ich schon hier. Den falschen Anna, wie sie hier sagen. Aber mir fehlt diese schwarze Abdeckung doch. Und das Ding, da haben wir auch vergessen. Warte, muss nochmal ab. Fuck, muss ich jetzt alles wieder abbauen, ey. Oh, richtig Krise. Kann es nicht einfach so ab. Okay, nochmal abbauen. Ich habe was vergessen. Fällt mir gerade auf. Hm? Runter hier. So. Eine Sekunde, ich tue mir etwas schwer gerade. So. Ich habe dieses Blech da vergessen. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich habe es gerade gesehen. Hm? Oh Gott im Himmel, ich hasse das hier. Auf dem Tisch zu arbeiten. Aber es nützt nichts. Währenddessen brummt die Batterie noch so schön vor sich hin hier. So. Nächste Schraube und nächste Schraube. Okay. Schön. Okay. Kupplung ab und das Ding nochmal ab. Da, der Schwung ab.
Zack. Müsste mal die, ne? Wenn das nicht so viele Schrauben wären, wärst du ja. Oh, furchtbar. Und das alles nur, um so ein blödes Blech da anzubauen. Ja. Na, nochmal. Und. Jetzt haben wir's. So, Achtung, bang. Zack. Jetzt. Mal das Blech hier nehmen. Das dürft ihr bestmöglich nicht vergessen. Und dann, hier unten ist auch die Kappe. Die brauchen wir nämlich hier fürs Getriebe. Sonst hält die ganze, sonst wird das Getriebe von innen ja dreckig. Ich frage es, wie das rein muss. Frage ist, warum man das überhaupt abbauen kann, aber okay. Na komm, Meister, jetzt müsstest du aber eigentlich passen. Warum passt das nicht? Dann bauen wir es danach an. Ah, jetzt muss ich ja wieder. Alles hier zurückbauen. Scheiße. Wegen einem Teil vergessen. So doof, ey. So doof. Echt? Naja, wir kriegen auch das hin. Würde ich sagen. Eieiei. Das wird heute eine Speziallangfolge, okay? So. Ah, jetzt ist das dran. Komm. Die Schraube noch. Ah. Und dann nochmal Getriebebastelarbeit hier. So. Erstmal. Na klar, erstmal müssen wir. Ach, die falschen Schlüssel. Erstmal Kupplung, dann Getriebe, Glocke und dann haben wir's. Gott sei Dank. Und das Schwadde-Ding, das glaube ich, kommt später ran. Wenn das Getriebe hängt. Oh ja, und Anlasser dürfen wir nicht vergessen. Unbedingt, das ist wichtig. Ohne den geht gar nichts, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Was ich tatsächlich noch nie probiert habe. Wäre mal interessant zu wissen, wenn man hier... Ach nee, der zieht ja die Automatikkupplung. Sonst wäre es mal interessant gewesen, kann man den auch anrollen, wisst ihr? Aber ich glaube, das ist eher schwer. Okay, jetzt haben wir es aber. Jetzt brauchen wir bestimmt wieder den größeren. Den größeren einmal. Ihr habt ja auch gesehen, das passte nicht. Müssen wir jetzt gleich mal rausfinden. Ob es dann jetzt passt. Ansonsten weiß ich nicht weiter. Ohne ist auch kacke. Aber eigentlich ist das nur so ein Getriebeglocken-Nachguck-Tool oder so. Oder hier zum Nachstellen. Ist das für den Nachsteller oder so? Irgendwie sowas gibt es doch, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ah, Schraube ist fest. Hoffe ich zumindest. Huch. Wir waren wieder an der Decke. So. Und? Mhm. Eigentlich müsste der Kleine jetzt daran passen. Ich hasse es. Warum passt das nicht? Mal näher ran hier. Okay. Eigentlich müsste doch nur passen jetzt. Will aber nicht. Warum will das nicht? Aber zack, zack, passt. Will nicht passen. Weiß nicht, ob das Teil wichtig ist. Wir lassen es jetzt einfach weg. Aber wisst ihr was? Die Hälfte haben wir ja schon. Ich würde sagen, hier einmal strecken. Ja. Lasst doch mal ein Abo, Daumen da, wenn ihr mögt. Müsst ihr natürlich nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.